So, willkommen zum letzten Teil meines Let's Play Free Space 2. Und, in der letzten Mission sind wir praktisch jetzt direkt in die nächste reingejumpt, sozusagen. Und deswegen kommt jetzt auch keine Schiffsauswahl, sondern jetzt direkt so ein kleines Missionsbriefing. Hoffentlich. Ja. 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 So, ausgezeichnete Arbeit. Die Detonation der Missionenbombe. Der Bastion hat eine Subraumverzerrung geschaffen, die den Sprungknoten abgeriegelt hat. Sie und die 70. Blue Lions verdienen höchstes Lob. Der Sicherheitsrat hat dem Einsatz der GDD Nereid zugestimmt. Der Zerstörer wird vom Vega-System aus starten und den Sprungknoten in 15 Minuten zerstören. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir die Evakuierung von Capella abgeschlossen haben. Jedes Schiff, das zurückbleibt, sitzt zusammen mit der Shivanischen Armada in der Falle. Ihr Einsatzziel ist die Verteidigung unserer Konvois, die durch den Vega-Sprungknoten fliehen. Frachtschiffe, Truppentransporter, Sanitätsschiffe und Überreste der alliierten Flotte befinden sich bereits im Transit. Diese Konvois werden von starken Bomberverbänden angegriffen. Wenn wir ihnen keinen Gleitschutz geben, werden Tausende sterben. Ihr zweites Einsatzziel ist es, alle shivanischen Kriegsschiffe am Einflug in das Vega, in den Vega-Sprungknoten zu hindern. Oh mein Gott! Ich habe hier einen Kumpel da und der lacht sich gerade tot. Die alliierte Flotte ist aufgerieben, also muss, um das Leben aller Menschen und Vasudana zu retten, der Krieg hier enden. Sobald die Nereid vor Ort ist, werden sie die Erlaubnis erhalten, den Vega-Sprungknoten zu benutzen und das System zu verlassen. So, das sollte möglich sein. Also los geht's. Da sind jetzt vier Frachter, ein Gasminer und ein Transporter unterwegs zum Vega-Knoten. Die GVC Tanu und die Korvette Lemnos geben Feuerschutz. Command, wir stehen unter heftigem Beschuss. Wenn wir nicht bald Jagdschutz bekommen, werden wir Vega nie lebend erreichen. Die SC Thanatos wird angegriffen. Zwei Staffeln Nahemas und eine Staffel Nephilim sind im Anflug. Gut, also dasselbe Spiel praktisch wie immer. Das letzte Gefecht, alle möglichen Schiffe fliegen jetzt auf den Sprungknoten zu und versuchen hier rauszukommen. Und alles, was ich tun muss, ist Bombe abfangen. Um zu verhindern, dass die Schiffe nicht zerstört werden. Ich merke gerade, ich habe auch keine Raketen mehr. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Ich hole mal ein Versorgungsschiff herbei. Versorgungsschiff wird eingesetzt. Bitte bereithalten. Man sieht ja auch schön, dass bei der Sonne alles voll mit diesen Juggernauts ist. Ich meine, die Mission ist nicht sonderlich schwer, weil die Transporter können ruhig zerstört werden. Das hat keine Konsequenzen für einen. So, ich halte mal eben an, damit das Versorgungsschiff andocken kann. Na, komm schon. Gegner im Anflug! Munitionierung abgeschlossen, Sir. Sie sind bereit zum Abflug. Jetzt habe ich wieder Raketen und jetzt kann es richtig losgehen. Also. So, die nächsten Bomber sind. 2000 Meter weg. 15.000. 1000. Ein bestätigter Abschuss. Mein Gott. So. Sprungsignatur nähert sich. Feindliche Konfiguration. Okay. So, währenddessen liefern sich noch.
noch ein paar Schlachtschiffe in einem kleinen Kampf. Da oben ist noch eine Rakshasa. Ich würde sagen, die ersten Transporter kommen gleich durch, da springen sie raus, genau. Wir haben es schon geschafft. Transporter Kebichet und Ibtet sind aus dem Capella-System entkommen. Jetzt bin ich für meine Die GTFR Sophron wird sich mit unserer Flotte im Vega-System treffen. IFF bestätigt. Gegner im Anflug. So, zack. Alliierte Kräfte haben die Thanatos ausgeschaltet. Genau. Jetzt die nächsten Bomber, die hier gerade die, Lemnos angreifen. Die Shivana haben zwei Kriegsschiffe der Ken-Klasse herangebracht. Die Bane und die Malcolm. Fangen Sie diese beiden Kreuzer ab, bevor Sie zur Vega springen können. Ja, super. Das müssen... sind das Lilith-Kreuzer? Ich weiß nicht. Ne, Ken-Kreuzer. Oh. Verlasse Formation und greife an! Die sollten ja schnell zerstört sein. An alle Einheiten. Eine zweite Konvoigruppe nähert sich dem Kampfgebiet. Ein Forschungskreuzer und zwei Sanitätsschiffe sind im Anflug. Ebenso mehrere Frachter. IFF bestätigt. Gegner im Anflug. Jetzt erstmal die... Gib mir Deckung! Hilfe! Wichtiger. Sind unbeschadet zur Vega gesprungen. Sehr schön. Wir haben die GTM Südenham verloren. Oh, das ist blöd. Ah, verdammt, ich habe mich nicht um die Bomber gekümmert. Schade. Na egal. So. Und jetzt den Kreuzer. Verlasse Formation und greife an! Gut. Verlasse Formation und greife an! Ey, die Bomben zerlegen, da hätten gerade die Frachter. Scheiße. Lemnos hier, wir werden... Ups. Nicht gut. Ich glaube, unser Kreuzer ist gerade drauf gegangen. Das sah gut aus. Sehr schön. Aufgepasst! Da kommt eine gegnerische Staffel rein. Eine neue Gegnerstaffel. Okay. Ich glaube, die Mission muss auch gleich zu Ende sein. Ich weiß es nicht. Eigentlich schon.
Ich meine, sie ist nicht wirklich schwer, da man ja nicht verlieren kann, aber... Der dritte Konvoi ist in Position. Zwei Sanitätsschiffe und vier Truppentransporter sind jetzt auf dem Weg zum Knoten. Die GTC Sparta gibt Deckung. Wir werden auch den letzten Konvoi in wenigen Augenblicken losschicken. Schließe ich jetzt mal zu dem Konvoi auf. Aufgepasst! Da kommt eine gegnerische Staffel rein! Ja, da springen wir schon erst Bomber rein. Transporter zerstört. Hier spricht die Böhrhabe. Wenn wir nicht schnellstens Jagdschutz bekommen, werden wir hier draußen sterben, Command. Wir bekommen Gesellschaft. Na, ich glaube, die sind gerade gestorben. Einen Transporter verloren. Beenden Sie dieses Massaker, Pilot. Das sah gut aus. Zivilisten an Bord des Omega-Transporters haben das Vega-System sicher erreicht. Ach so. Okay. Ich schmiere ab! Ich schmiere ab! Ist aus dem Capella-System entkommen. Sehr schön. Wir haben eine gewaltige Schockwelle entdeckt, die von der Sonne Capella ausgeht. An alle Einheiten, sofort zum Vega-Knoten. Sie haben das System augenblicklich zu verlassen. Hier spricht die Lemnos. Setzen uns ab. Ja, das ist natürlich jetzt ziemlich scheiße. Ich muss versuchen, jetzt innerhalb. Capella wird zur Supernova. Ja. Wiederhole. Capella wird zur Supernova. Sie müssen sofort zum Vega-Knoten. Aktivieren Sie Ihren Sprungantrieb. Hier spricht Command. Wir melden uns ab. Viel Glück, Piloten. Ja, das Ding wird zur Supernova und ich muss jetzt, wie gesagt, in 20 Sekunden beim Knoten sein. Mit etwas Glück schaffe ich das immer noch. Ja. Komm schon. Ich habe jetzt meine ganze Energie hochgepowert. Oh scheiße, ich höre die Supernova schon. Oh. Nee. Das war nix. So. Ja, Leute. Eigentlich müsste jetzt das Outro kommen. Allerdings werden die Videosequenzen ja irgendwie nicht abgespielt. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann das Video ruhig in der Beschreibung verlinken. So.
Ja, das war mein erstes Let's Play. Deswegen entschuldige ich mich auch für alle Fehler, die in der Vergangenheit gelaufen sind, von den Soundproblemen in den ersten Teilen, von dem vielleicht mal etwas unmotiviert sein, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und mein nächstes Let's Play wird wahrscheinlich der Ego-Shooter Chrome sein. Mit etwas Glück kommt danach Crimson Skies, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Alles weitere erfahrt ihr auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao!